Wo geht's denn hier entlang? Meine Güte. Suchen wir irgendwas? Oder ich weiß gerade gar nicht. Was machen wir denn gerade überhaupt? Wir haben den Schlüssel, wir haben die Laterne. Ich weiß gar nicht, wo unser Ziel eigentlich gerade ist. Das ist eigentlich so mein nächstes Problem. Wir gehen hier eigentlich weiter. Ach, jetzt sind wir hier einen Stock drüber. Okay. Aber wo führt das denn dann hin? Ich gehe erstmal als Seele runter, weil dann muss ich den ganzen Weg nicht nochmal gehen. Ach, das ist hier. Aber wieso will ich denn hier wieder runter? Ich komme da ja nicht mehr hoch. Ah doch, komme ich. Okay. Ich komme da also wieder hoch. Gut. Wieso kann ich dann diesen Weg gehen? Was soll ich da denn holen? Oder aktivieren oder keine Ahnung was. Ich kann ja als Seele auch keine Türen aufmachen. Das ist ja das Problem. Das verhindere ich ja dadurch, dass ich da runterfalle, aber... Ich sehe gerade nicht, was ich hier oben und dort unten machen soll. Vielleicht für später. Vielleicht habe ich dann... Ja, nee, aber in den Raum kann ich ja gar nicht. Stimmt. Ja, gut, ich glaube, da haben wir gerade nichts zu tun. Ganz, ganz komisch hier. Damit öffnen wir jetzt das da. Okay, die Tür. Für die Tür müssen wir jetzt vorerst mal das Rad nicht drehen. Das heißt, wir können einfach hier durchgehen. Oh, wow. Und kommen jetzt hier weiter. Das Ding sieht gefährlich aus, das Ding sieht gefährlich aus und oh Gott, nein. Drei Geister finde ich sogar noch in Ordnung, muss ich sagen. Aber das Tolle war halt, dass meine Fürsten so toll mitgekämpft haben. Das war bei sowas halt super angenehm. Na gut. Wir werden auch so klarkommen. Aua. Na komm schon. Ja, wunderbar. Oh, die noch getroffen. Krass. Aua. Nochmal aua. Wow. Die hauen doch schon ein bisschen Schaden raus. Die andere kommt. Aber gar nicht nah genug dran. Ich hätte schwören können, dass ich sie gehört hätte. Da habe ich sie jetzt gerade nicht gehört. Gut, du bist erledigt. Jo, alles klar. Jetzt bitte die hier schnell erledigen. Okay, danke. Das B war jetzt natürlich sehr, sehr gut. Wow. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. So nicht. Halt, Quatsch. Dann mach ich's halt so, wenn du schon deinen... Okay, was... Ich wollte doch ausweichen. Was war das denn? Hier mal ein Tränkchen. Also gerade eben ist echt ein bisschen lächerlich, wenn es läuft. Okay. Na also, geht doch. Ich dachte, du hättest komplett verlernt. Na, reicht es? Nicht ganz. Ach, schade. Blitzschaden hat er leider keinen mehr drauf. Mach irgendwas. Oder gar nichts. Von mir aus. Okay, jetzt eine und dann zwei oder wie? Au. Das hat so ein bisschen weh. Die Viecher sind ja eigentlich echt nicht schwierig. Es war ja irgendwie klar, dass halt ganz normale Gegner kommen. Der andere war ein Miniboss, nicht wahr? Aber man sagen muss, der hat auch nicht arg lange gehalten. Ja, aber die können wirklich bloß nach vorne, was? Die sind... Ja, und zur Seite, okay. Das heißt, eigentlich nicht am Haken stehen. Okay, er trifft mich überall. Wie doof ist das denn? Meine Güte!
So. Ah ne, es kommt bloß einfach nochmal einer. Okay. Und weg. Jo. Und ran. Und weg. Und nach vorne. Dieser Schulterschlag ist dämlich. Okay, und Nummer 3. Was, der hat noch Schaden gemacht? Wie das denn? Ach, der lebt noch? Was? Ich dachte, der wäre hinüber. Das erklärt natürlich, wieso er noch Schaden gemacht hat. Na komm, jetzt ist er hinüber. Wunderbar. Zack. Na komm, greif mich an. Genau. Okay, und jetzt mit dem krassen Schaden draufhauen. Okay, wunderbar. Na also, ging doch. Schnell alles einsacken und dann schnell weg hier. Meine Güte. Ich kann nicht. Ja gut, sind ja auch grün. Will ich ja auch gar nicht. Wunderbar. Nee, war ein schöner Kampf. War jetzt nicht allzu unfair, muss man sagen, weil sie nicht alle gleichzeitig kamen. Deswegen ging das echt. Und ja, die dicken Viecher sind halt ein bisschen undurchschaubar, aber gehen genauso. Mich hat es halt bloß verwirrt, dass der eine dann schon kam, bevor der andere K.O. war. Das war irgendwie ein bisschen komisch abgepasst. Aber ansonsten war das ja alles vollkommen in Ordnung. So, nach diesem schönen Kampf, was haben wir denn dann hier? Okay, haben wir bloß ein kleines Hebelchen. Da wird das ja aber... Okay. Nee, die Stacheln hätten nicht gereicht. Es musste noch Feuer dabei sein. Ach, das ist einfach der Aufzug, der da kaputt gegangen ist. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und ich gehe auch mal davon aus, dass ich hier beide brauche. Was? Hä? Das war irgendwie doof. Vielleicht gehe ich erstmal nach oben und schaue da mal nach. Ah ja. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Ja, das denke ich mir auch gerade. Nein, es wird Zeit, dass ich verschwinde. Das hast du nicht ganz verstanden, Tod. Welche Richtung? Diese Richtung. Nu? Ach, fallen lassen, verdammt! Nicht so weit fallen lassen, tot. Ach. Es ist immer so ätzend, wenn man dann irgendwas machen muss auf Zeit und sich dann runterfallen lassen muss. Aber wie mies, dass ich das nicht mit dem Dings auslösen konnte. Mit dem Geist. Haben sie genau dran gedacht. Okay. Auch mit ihr ist nicht so schwierig. Ich muss bloß kapieren, wo ich hin muss. Das ist natürlich tödlich, wenn man sowas dann macht. Ja, das scheint mir relativ tödlich zu sein. Vor allem, da ich halt da gleich nochmal runter muss. So, ja, und bitte wieder hoch. Und dann wieder runter? Was? Ach nee, dann weiter rüber und dann, oh Gott. Das heißt, da brauche ich richtig viel Zeit. Da darf nichts schieflaufen. Ja, wir wissen doch. Das ist, heißt, es ist einfach kein kaputter Aufzug, sondern auf den Aufzug hat einfach irgendjemand einen Haufen Scheiß gelegt. Ich hasse das, wenn das passiert. So, hoch und hoch. Ich bin tot. Jetzt. Ach. Da drückt man schon ewig nach drüben, aber man darf halt keine Befehle buffern. Also, er muss wirklich schon richtig ausgerichtet sein, bevor man da irgendwas tun kann. Ansonsten rennt er einfach nach oben. Oder sagen wir es so, ich bin dann einfach zu schnell für das Spiel. So. Jetzt richtig ausgerichtet. Jetzt richtig ausgerichtet. Okay. Meine Güte. Hier nochmal. Jetzt haben wir doch eine gute Zeit. Achso, ja klar, weil das Ding geht ja auch bloß zur Seite. Gut. Habe ich nicht ganz kapiert. So.
Oben mit dir, dort rüber, dort nein, jetzt, ach. Vor allem, dann braucht er immer so ewig, bis er wieder runterkommt. Okay. Ja, drehen noch mehr durch. Wunderbar. Na also, haben wir das doch hinter uns. Hier ist kein Steinchen mehr, gut. Was macht das? Lässt es den Aufzug einfach wieder fallen? Wahrscheinlich. Ne, gar nicht mal. Keine Ahnung, was das gemacht hat. Okay. Wir sind dem Drachen wieder relativ nah. Wir sind jetzt aber auf diesen Dächern. Na, so viel zu relativ nah. Wir sind direkt unter ihm. Oh Gott. Das will mir jetzt so spontan gar nicht gefallen. Das müsste die Karte sein. Ja. Sehr schön. Jetzt können wir ja nachschauen, wann und wie wir dorthin kommen. So, wo sind wir denn gerade? Ach, wir sind gerade auf einer ganz anderen Ebene. Nee, da ist aber tatsächlich nichts drüber. Hä? Wie komme ich denn dann dahin? Okay, ich dachte schon Drache, aber es sind bloß untote Streuner und Pirsche. Das geht ja dann noch, wobei der untote Pirsch jetzt gleich kommt. Ja, vor allem andersrum, untoter Pirsch und Streuner. Na toll, ich bin hier gerade ein bisschen eingeengt. Hilfe! Toll. Hier kann man auch super vor so einem Pirsch entkommen. Okay. Wunderbar, jetzt machst du dich gleich deinen Buff. Jo. Da kann ich jetzt leider gerade gar nichts dagegen tun. Nein. Jetzt wird es aber richtig gefährlich. Ja, genau deswegen. Das ist so blöd, da zu entkommen oder entkommen zu wollen. Auf kleinem Platz. Geht einfach mal überhaupt nicht. Okay, die Musik hat aber noch nicht aufgehört. Das heißt doch gleich nächster Kampf. Na, du, was? Ach, Scheulichkeit. Ach du große Güte. Die hält einiges aus. Okay. Ich dachte schon, du machst irgendwas. Wieso müssen es immer gleich zwei sein? Ich hasse sowas. Alles klar. Wow, wie viel Schaden die bitte machen. Wird mal Zeit, dass ich hier ein bisschen Schaden raushaue. Danke. So viel halten die dann nämlich gar nicht aus. Aber ich bekomme halt die ganze Zeit Passivschaden, wenn ich sie versuche anzugreifen. Das ist super. Ach so, die kotzen einen dann so wirklich an. Toll. Jetzt bin ich so gut wie tot. Weil hier auch überhaupt wieder gar nichts Heiltränke fallen lässt. Ach, Mann. Und es hört immer noch nicht auf. Gut, das kann ich vergessen. Oh Gott, keine Leiche. Super. Wo komme ich jetzt wieder raus? Ach, ist doch blöd, wenn man sich nicht... Also, wenn man keine Heiltränke mehr hat. Ich hätte dann mit dem Sprintangriff weiterarbeiten können, aber es ist auch Blödsinn. Na, überspringen kann ich es mal wieder nicht. Okay. Ja, alles klar. Es müssen auch immer gleich mehrere Gegner sein. Es kann nicht einfach bloß einer sein. Jetzt lass mich doch da raus. Ich sollte es nicht immer so früh aktivieren. Das ist halt das Problem. Halt. Wurde ich schon wieder getroffen? Natürlich. Wow. Ach, Mann. Ach, wie dumm ist das denn jetzt? Vor allem, dass es drei Kämpfe direkt hintereinander sind, ohne sich irgendwie aufzufüllen oder heilen zu können. Also klar kann ich mich heilen, aber nur mit meinen begrenzten Möglichkeiten. Und fünf Heiltränke sind jetzt halt echt nicht die Welt für die Gegnermassen, die mir hier hat. Vor allem,
Ich kann doch nicht alle gleichzeitig im Auge behalten. Toll, jetzt werde ich eh umgekombot. Ja, aber klar. Nein, ich wollte eigentlich den Sprintangriff. Toll. Ist auch echt super, dass mir so unglaublich viel Platz hat. Wie ich jetzt einfach versuche, irgendwas richtig gegen den Pürs zu machen und dadurch immer nur, ja, schlechter werd. Und dann wahrscheinlich am besten noch oben gleich den Drachen zum Schluss. Okay, diesmal bitte nicht vom Pirsch treffen lassen, danke. Natürlich war das noch der dritte. Okay, der eine ist irgendwie gestorben. Ja, wenigstens bloß vom Pirsch, vom Streuner. So, und jetzt der Pirsch bitte noch. Toll, einen Haltrank brauche ich trotzdem. Na komm, greif mich an. Nein, ah, ich hasse das, wenn er einen dritten macht. Na, großartig. Jetzt habe ich viel, viel mehr Leben wie vorher. Und dahin komme ich ja nicht. Ja, gerade so. Nee, entkomme ich einfach nicht. Da konnte ich wieder die Kombo nicht raushauen. Oh, geht es mir gerade auf die Nerven auf diesem Platz. Ist ja einfach nur dämlich. Mit einem Haltrank komme ich nicht gegen die beiden Spinner und die beiden Leichen klar. Das kann ich vergessen. Na gut, dann halt auf dich. Vor allem halt mit ihrem Buff, dass sie die ganze Zeit Schaden machen. Das ist natürlich ultra angenehm. Okay. Ach, und es bleibt dann auch noch. Natürlich. Oh, man. Wenn es die beiden Viecher da in der Mitte nicht wären. Wie gesagt, wenn es nicht zwei wären, wäre es ja auch noch in Ordnung. Aber das ist einfach mal wieder so typisch, wo alles zusammenkommt. Und wenn man das Intro skippen könnte. Ist echt gerade sehr, sehr toll hier. Wieder nicht auf den Pirsch geachtet. Das kann ich eigentlich schon wieder vergessen. Weil jetzt der Pirsch schon wieder direkt bei mir. Okay, das andere Vieh liebt wenigstens nicht mehr. Ja, war klar, dass das kommt. Der Buff, okay, diesmal sollte ich aber eigentlich weit genug wegstehen. Und noch zweimal, genau. Ach, nochmal, alles klar. Okay. Na also, wenigstens mal den Pirsch halbwegs gescheit hinbekommen. Ich könnte jetzt natürlich warten, bis meine Leben wieder regeneriert sind, aber das ist echt dämlich. Okay, du bist nice, Klotz. Bitte jetzt schnell umhauen. Hilfe. Einfach bloß umhauen, wunderbar. Du kotzt jetzt bitte und zwar nicht in die Richtung, wo ich stehe. Dann kann ich den nämlich noch umhauen. Ja, danke. Ach, das kann dann auch noch in eine gewisse Richtung machen. Die Viecher sind einfach ein bisschen arg stark, würde ich sagen. Okay, noch mal ein bisschen vereist. Wunderbar. Na also, geht doch. Es musste bloß gut laufen mit dem Pirsch, dann passt es. Es sind auch noch drei Leichen. Oh Gott. Spam im Anmarsch, würde ich sagen. Hilfe. Oh Gott, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und nochmal B bitte.
Dankeschön. Ich habe die Hälfte der Zeit überhaupt nicht verstanden, was passiert ist, aber gut. Ich glaube, ich habe größtenteils auch bloß die kleinen Viecher getötet, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. So, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen mehr Schaden. Wert nur nicht, wer will nochmal? Geht nochmal eine Runde aus. So, da fehlen aber mal wieder die Soundeffekte, kein Ding. Und du bist Geschichte, hallo? Danke. Meine Güte. Es geht noch weiter, oder was? Danke.